Die marokkanische Polizei hat mehrere hundert Migranten daran gehindert, in die spanische Enklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste gelegen einzudringen. Die Migranten, größtenteils junge Männer, hatten nach Einbruch der Dunkelheit versucht, über den Zaun zu klettern, der Marokko von Ceuta und somit von Europa trennt. Ceuta und die nahegelegene spanische autonome Stadt Melilla gelten für viele Afrikaner als Sprungbrett nach Europa. Der spanische Außenminister José Manuel Álvarez lobte Rabat für den Einsatz und sagte, alle Signale, die Spanien aus Marokko erhalte, deuteten auf bessere bilaterale Beziehungen hin. Zuvor hatte Madrid Marokko lasche Grenzkontrollen vorgeworfen.